Ja, aber der fährt sich auch super. Ganz ehrlich. Es gibt schöne Autos in dem Spiel, ey, die sich auch super fahren lassen. Das hier ist einer davon. Mit dem Frontantrieb muss man sich gewöhnen, ne? Aber ich wollte es auch einfach mal gemacht haben. Deswegen habe ich jetzt noch den genommen. Und das der einzige mit Frontantrieb war, von denen zumindest, die ich hatte. Ja, und damit auch nun herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC von 59. Wir starten die nächste Saison, und zwar Forza GT. Die Forza GT Autoklasse entspringt den Top-GT-Ligen der Welt. Von den Reifen aufwärts wurde jedes Auto auf seine Konkurrenzfähigkeit hin modifiziert. Jetzt gucken wir doch mal, was wir dann nehmen. Den kennen wir schon. Zumindest einen ähnlichen. Der ist super. Wir haben einen Crossbow GT4, einen Lamborghini GT4. Okay, McLaren. Wir können uns ja theoretisch auch mal ein bisschen durchprobieren, ne? Grundsätzlich ist Porsche auch immer nicht schlecht so. Tatsächlich hat der Audi hier vorne Frontantrieb gehabt. Und ich wollte gerne mal Frontantrieb testen, deswegen würde ich sagen, nehmen wir den jetzt einfach mal. Und testen uns einfach mal so ein bisschen rum, wie es da so läuft, ne? Also ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt. Wir fahren die ersten drei Rennen. Wir fahren gerade Virginia International Raceway, ne? So, dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Ja, gucken wir mal, ne? So. Wir haben in der letzten Folge ein paar Einstellungen am Controller umgestellt. Und jetzt haben wir endlich nicht mehr das Problem, dass der Wagen schon Vollgas gibt, wenn ich den Stick noch nicht ganz durchdrücke. Also jetzt gibt er erst Vollgas, wenn ich wirklich zu 95% schon gedrückt habe oder so, ne? Bin ich mal sehr gespannt. Die letzten zwei Folgen waren übrigens die Saison der 70er Jahre Formelwagen, ne? Oh, Junge. Ja. Oder lenkt mir echt nicht so gut. Ja, mein Frontantrieb ist natürlich unter Steuern ziemlich krass, ne? Aber wir gucken mal. Da kann man auch viel besser mit dem Gas spielen, ne? Also das ist wirklich gut, die neue Einstellung, die wir gemacht haben. Zumindest für mich. So, KT1993. Du bist Erster. Nicht mehr lange. Oh, sieht das von innen aus. Was ist das, ein Bentley? Komm her! Man muss daran gewöhnen, aber er ist doch recht stabil eigentlich auf der Straße, ne?
Ja, bis 8.500 dreht er aber auch, du, ne? Ja, nicht ganz. Okay, dritte Runde. Ach, den behalten wir, glaube ich. Der fährt ganz gut. Jetzt bin ich eingefahren. Gut, habe ich dann aufgebaut auf jeden Fall auch. Da haben wir es, den ersten Sieg. Erster Sieg ist da. Perfekt. Ja, so geht's. So, jawohl. Der KT ist gut dabei auf jeden Fall. Das wird mein Gegner für diese Saison. Für diese Saison. Wo ist mein Zettel, wo ich... Ich muss Wasser trinken. Es kratzt ein wenig mal. So, weiter geht's. Ich hatte mal so einen Zettel gehabt, wo ich mir aufgeschrieben habe, bei welchen Folgen ich noch irgendwas schneiden muss. Ich finde den gerade nicht. Ich brauche den unbedingt. Achso, ne. Ah, gerade das Auto doch. Da sag ich nicht, ne. Den Zettel muss ich mal suchen. Sonst sind da irgendwelche Sachen drin, die da nicht reingehören. Dubai, gesamt. Uha. Okay, zwei Runden. Ziemlich lang, aber ich glaube, das ist auch genau die richtige Strecke für solche Autos, ne? Also sowas... Die Map wird natürlich wieder performance-technisch ein bisschen reinhauen jetzt, gleich. Das ist leider so.
Die hauen mir ganz schön ab, Alter. Das ist nicht die Strecke dieses Autos, ne? Aber noch ist hier nichts vorbei. Der Sound. Das war ungesund fürs Auto. War das gerade? Oh, ein Helikopter. Aha. Schön mein Sichtfeld hier einnehmen, war mein lieber Helikopter. Was soll denn das? Man sieht halt auch so gar nichts in dem Ding, ne? Also. Da. Ah. Wunderbar. Zweites Rennen beendet. So. Dann geht's weiter. Drei Runden. Ey, das Rennen ist noch so lang. Ey. Oh. Da kommen wir ein bisschen was zu. Müssen wir nochmal gucken. Dann schauen wir mal. Das werden wir nicht in 5 Minuten schaffen, aber. Schauen wir mal.
Ja, Junge, was fällt dir denn ein, Alter? Mann. So, zwei Plätze vor uns wieder. Aber auch noch zweieinhalb Rundzeit. Dann hätte ich mein Auto, was in den Kurven stabil ist. Ist das ein Lambo oder nee, ein Audi, ne? Der schiebt ganz schön nach vorne, ne? Die Vorderräder drehen schon auch ganz leicht durch, ne? Bei Vollgas. Muss doch aufpassen. So, zweiter Gang lieber noch nicht Vollgas. Dritter Gang geht dann aber. So, das Ganze noch zweimal und dann haben wir es doch wieder. Der kann ja sogar auch fast Fullspeed fahren, ne? Nicht ganz, aber fast. Okay. Ja, aber der fährt sich auch super. Ganz ehrlich. Es gibt schöne Autos in dem Spiel, ey, die sich auch super fahren lassen. Das ist einer davon. Mit dem Frontantrieb muss man sich gewöhnen, ne? Aber ich wollte es auch einfach mal gemacht haben. Deswegen habe ich jetzt noch den genommen. Und das der einzige mit Frontantrieb war, von denen zumindest, die ich hatte. Ja, solide. Wirklich. Was soll ich sagen? Ist echt cool. Gefällt mir. So, das Ganze noch einmal und dann sind wir doch erstmal. Ein bisschen später noch bremsen können, krass. Und mit diesem teilweise Gascam im zweiten hilft das auf jeden Fall den Wheelspin zu vermeiden.
Das waren wir wenigstens in der Kurve drinne. Auch gut. Okay. Alles im Griff. Alles im Griff. Super, einfach nur. Einfach nur super. Was ist eigentlich euer Lieblingsfahrzeug in dem Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich glaube, ja, vom Fahrverhalten könnte ich es jetzt gar nicht sagen, weil ich nicht alle gefahren bin, aber Bugatti ist und bleibt einfach eine meiner Lieblingsmarken und deswegen ist der Chiron halt bei mir schon ganz oben mit dabei, ne? Aber ich fand auch diesen Racing Truck ziemlich geil. Der hier ist geil, der Formel 1 Wagen von Queen, also von vor ein paar Folgen war geil, der 70er Jahre Formula. Es gibt bestimmt noch ziemlich viele geile andere Autos, ne? Also eure Top 3 vielleicht, wenn ihr die habt im Kopf. Einfach mal sagen, würde mich interessieren. So. Perfekt. Damit, Freunde, würde ich sagen, was ist wieder für diese Folge, ne? In der nächsten Folge geht es dann hier weiter, die letzten drei Rennen. Es bleibt spannend. Also, im Sinne auf den Sieg wohl kaum. Wir sind haushoch Erster, will ich mal behaupten. Es fehlen aber noch drei Rennen und die machen wir natürlich weiter der Vollständigkeit halber. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.